Hallo mein Freund und herzlich willkommen zur Nebenmission Nicht den Boten töten. In der letzten Folge haben wir für Jesus Morrison erfolgreich die als Lead kodierten Informationen gesendet. Und jetzt steckt er scheinbar in der Klemme, denn er schwebt in akuter Gefahr. Er wurde von Sentinel gefangen genommen. Sein Erzfeind Captain Savage, na siehst du, er ist doch Savage und nicht Savage, ist versessen darauf, Rache zu nehmen. Morrisons Überleben ist überaus wichtig für die Outcasts. Ja. Dann geben wir uns doch mal auf Rettungsmission. Also wir sollen jetzt erstmal hier diese Kontrollstation da erreichen, da unten die. Also Kontrollstation Viper 4. Und da ist er tatsächlich. Das sieht hier auch. Also, es ist echt schlecht bewacht. Also wenn ich das mal so sagen darf. Wir haben hier einen kleinen Zweisitzer-Buggy. Fahrzeuge haben wir sonst keine. Drei Wachen. Das ist doch eine Falle. Das ist doch 100 pro eine Falle. Ah, da haben wir noch zwei. Gut, die sind kein Problem. Fünf Wachen, sechs Wachen, sieben. Wo kommen die auf einmal alle her? Acht? Sind die jetzt erst gespawnt oder war ich einfach nur blind? Ich dachte, er würde einfach nur zurück in das Loch fließen, aus dem er gekommen ist. Die Infos waren gefälscht, Mann. Deine kleine Sendung hat uns direkt zu dir geführt. Oh. Das ist ganz recht, das bist du auch so arrogant. Okay, die Infos waren also gefälscht. Um herauszufinden, wer die Infos verbreitet. Nun gut. Da ist er, aka wir, in dem Savage ja total, oh mein Gott, auf den Leim gegangen. Oh, oh, komm, 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 schnell, 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 schnell. Heieiei, das war knapp. Was für eine Zeitverschwendung. Hier draußen ist nichts. Ja, genau, hier ist gar nichts. Nichts. Nada. Attack! Scheiße. Slim ist tot. Nein, ist er nicht. Er lebt in deinem Herzen weiter. Zum Glück reagieren die nicht realistisch. Was? Feinde! Zum Glück reagieren die nicht realistisch. Mein Gott. Leute? Es ist keiner mehr da. Phänomenal. Alles unter Kontrolle. Na, laden wir mal nach. Nur zur Sicherheit. Als ich abgedrückt habe, habe ich mir schon gedacht, oh verdammt, das ist ein Fehler. Die andere Wache schießt ihm jetzt in den Kopf. Hat ja schon die ganze Zeit auf ihn gezielt. Sorry, Jesus, du musst noch kurz warten. Da ist eine Kiste. Loot ist wichtiger als du. Aber zum Glück reagieren die ja nicht realistisch. Und ja, normalerweise hätte ich da müssen auf jeden Fall einen Simultanschuss einsetzen. Aber gut. Glück gehabt. Und Jesus, hast ein bisschen mit deinen Freunden abgehangen? Ja komm, sprechen. Danke, dass Sie gekommen sind. Savage ist auf dem Weg hierher. Haben Ito und ich uns schon gedacht. Warum ist Savage hinter Ihnen her? Ich habe die Geschichte verbreitet, die zum Sturz dieser Ratte geführt hat. Und er hat beschlossen, sich zu rächen. Typisch Arschloch. Da steckt offensichtlich mehr dahinter. Aber was zählt ist, dass ich wirklich versucht habe, hier was zu bewirken. Keine Sorge. Er holt sich weder Sie noch diese Outcasts. Machen wir Nägel mit Köpfen. Oh ja, ich mag Nägel mit Köpfen. Haben wir Minen? Wir haben Minen, aber die Frage ist, kommen wir noch dazu?
30 Sekunden. Oh, um Gottes Willen. Eine. Zwei. Drei. Vier. Das muss reichen. Das muss reichen. Ich hoffe, er kommt nicht mit dem Heli. Zurück, 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 zurück. Hier haben wir eine gute Deckung. Morrison beschützen abgeschlossen? Ach so, nee. Da kommen jetzt die. Schauen wir uns das Ganze doch mal an hier. Mitten im dicken Truck. Wo kommt die denn her? Wo sind die denn hergekommen? Willst du mich verarschen? Wo kamen die denn her? Der ist weg. Was zur Hölle? Ich kümmere mich um den. Wo kamen die denn her? Der ist tot. Och man, ich wollte Captain Savage töten. Ach man, toll. Voll verkackt. Bist wieder fit. Ja, danke. Bin wieder fit, total. Ich sehe, wie fit ich bin. Jetzt mal ohne Witz, wo sind die denn? Da ist auch eine Straße. Die geht da hinten rum. Was? Oh Mann. Was ein Fail. Und trotzdem gewonnen, ne? Aber alter Schwede. Habe ich überhaupt jetzt irgendeinen getötet? Von diesem Angriff? Ich glaube nicht, oder? Eieiei. Da schießen immer noch welche. Ich würde mir den Captain Savage ehrlich gesagt gerne noch angucken, da ich ihn zumindest mal gesehen habe. Sehr gut gemacht. Ich meine, irgendwie ist das ein bisschen dezent unbefriedigend. Muss ich. War ja das? Ganz pups normaler Sentinel? In dem Auto wird er nicht gewesen sein hier, oder? Auch keiner, der besonders cool aussieht. Nun! Ja. Also irgendwie kriegen wir, also ich, gar nicht so richtig gebacken. Walker wurde ja auch schon von unseren KI-Kameraden getötet. Eieiei. Hey, Jesus, komm, wir gehen. Ganz ruhig, die sehen uns nicht mehr. Eieiei. So, wohin bringen? Also zur Hauptstraße runter und nach links. Yuri, Vasili, fix it. Oh, Sie haben die Geschichte über Savage also echt veröffentlicht? Ja, ich schulde Ihnen wohl eine Erklärung. Ich habe zugesehen, wie Savage Dörfer niederbrannte. Er löste eine künstliche Hungersnot aus, richtete Arbeitslager ein und tötete sogar seine eigenen Leute. Ich habe versucht, die Behörden zu informieren, aber die stecken mit ihm unter einer Decke. Savages Leute überwachten den Funkverkehr im Lager. Also hatte ich diese schlaue Idee, eine Nachricht als Song rauszuspucken. Als Savages Vorgesetzte ihn hörten, wurde er wegen Kriegsverbrechen angeklagt und aus dem Militär geworfen. Es dauerte ein wenig, aber dann hat er rausgefunden, wer dahinter steckt. Ich verstehe, warum Ito sie für ein Genie hält. Naja, ich war nicht klug genug, Savage komplett zu entgehen. Ich bin also nicht unfehlbar. Wer ist das schon? So, ich hoffe, ich bin richtig abgebogen. Hab mir den Weg nicht. Nicht so richtig geradeaus. Geradeaus? Nein, das glaube ich nicht. Ich habe nichts Falsches getan. Das glaube ich nicht, Tim. Mein Gott, geht mir doch mal aus dem Weg und duckt euch nicht nur. Ich bin
Ich hab jemand, der sich verfahren hat. Aha. Das scheint der richtige Ort zu sein. So sind sie hier. Einfach mal einen Hechtsprung zur Seite. Kann ich auch. Gute Arbeit. Allein hätte ich Savage nie aufhalten können. Ich weiß, ich kann prahlerisch und schroff sein. Aber wenn Sie mal was brauchen, egal was, Norbert, sagen Sie Bescheid. Das werde ich. Danke. Jo, das war dann diese Mission. Ja, dann, wenn es dir gefallen hat, lass mir gerne ein Abo und ein Like da und vielleicht ein Kommentar, wenn es ganz toll war. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns.